Hallo ihr Lieben! So, ich zeige euch heute, wie wir eine weihnachtliche Bären-Apfelmarmelade herstellen können. Ihr könnt dazu natürlich fast jedes andere beliebige Obst auch nehmen, aber heute machen wir eben eine Marmelade mit Apfel und Bären. Viel Spaß dabei! Dann kommen wir zu den Zutaten. Die Mengenangabe ist für 3 Marmeladengläser berechnet. Wir benötigen 350 Gramm tiefkühlgemischte Beeren, aufgedaut. Ihr könnt natürlich auch selbst eingefrorene Beeren aus dem Garten verwenden. Ich habe leider nur die aus dem Tiefkühler im Supermarkt gehabt. 150 Gramm Äpfel, da sind wir in unserer Gegend ja eh im Vorteil. 250 Gramm Gelierzucker im Verhältnis 2:1 und 2 gestrichene Teelöffel Zimt. Und das war's schon, jetzt können wir starten. Ja, also zuallererst lassen wir mal die tiefgekühlten Beeren auftauen und die 3 Marmeladengläser waschen wir ganz heiß aus und lassen sie dann an der Luft trocknen. Die Äpfel waschen, entkernen und schneiden wir in feine Würfeler. Und diese Würfeler geben wir dann in einem Topf. In diesem Topf geben wir ein bisschen Wasser und darin garen wir dann die Würfeler 10 Minuten lang. Wenn die dann weich gekocht sind, diese Apfelwürfel, pürieren wir sie mit einem Pürierstab. In diesen Apfelbrei oder dieses Apfelmus geben wir dann einfach die restlichen Zutaten, also die Beeren, den Gelierzucker und den Zimt, und wir verrühren das Ganze und kochen das auf. Und bei starker Hitze wird das jetzt 4 Minuten lang gekocht. Wichtig ist, dass wir einfach immer wieder umrühren, damit sie da nichts anleckt, damit da nichts anbrennt, weil das wäre schade drum. Ich habe mir dann gedacht, die Beeren sind schon ziemlich groß teilweise und wer will schon so Riesenbeeren auf seinem Marmeladenbrot haben? Deshalb habe ich das dann, nachdem ich das 4 Minuten gekocht gehabt habe, einfach mit einem Pürierstab püriert und dann wird das auch ein bisschen feiner. Nach dem Pürieren habe ich die Marmelade dann noch einmal auf den Herd gestellt und habe es noch einmal ein bisschen sprudelnd gekocht und dann habe ich eine sogenannte Gelierprobe gemacht. Da nimmt man dann einfach den Kochlöffel oder einen kleinen Löffel oder was auch immer, dunkt in die Marmelade ein und lässt dann die Marmelade wieder runtertropfen in den Topf hinein. Der letzte Tropfen soll dann fest bleiben, also stocken. Wenn das der Fall ist, dann ist es super. Dann nehmen wir die Marmelade gleich vom Herd. Ansonsten lassen wir es noch ein bisschen köcheln und machen die Gelierprobe dann nachher einfach nochmal. In meinem Fall hat die Gelierprobe gleich geklappt und dann habe ich mir gedacht, puh, eigentlich mag ich das gar nicht, wenn Kerne in der Marmelade drinnen sind. Manche ist das ganz egal, die mögen das oder sie macht nichts aus und ich mag das aber gar nicht. Deshalb habe ich mir dann die Flotte Lotte geschnappt und habe die ganze Marmelade einfach einmal durchgejagt und dann war sie schon sämig und ohne Kerne. Natürlich kann man das Ganze auch machen, bevor man den Gelierzucker und das alles dazu gibt. Ja, in meinem Fall war es halt anders. Ja, wenn die Marmelade dann so ist, wie man sie gerne hätte, füllt man sie sofort, also kochend heißer, noch in die Gläser ein, verschließt die Gläser dann ganz fest mit den Deckeln und stellt sie auf den Kopf für circa 5 Minuten. Ich lasse es dann auch oft länger, ist auch kein Problem. Da geht es einfach darum, dass sie der Deckel reinzieht und die Marmelade somit länger haltbar ist. Jo, und dann lassen wir unsere Marmelade auskühlen. Ich tue dann immer noch ein paar Geschirrtücher herum, damit es einfach langsam auskühlen kann. Die Gläser kann man dann einfach noch schön verzieren oder eine Schleife herumbinden. Jo, und fertig ist das selbstgemachte Weihnachtsgeschenk, über das sich sicher jeder freuen wird. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen.
ich sag's gleich vorweg, es ist ein ziemliches Botzwerk, aber es lohnt sich definitiv. Und habt noch eine ganz schöne Rest-Adventzeit und schöne Weihnachten.